Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge. Gnome, Hobbits und Eglodum. Ach ja. Importprodukte, ja. Zu einem neuen Part Tomodachi Live mit dem Zwergenfürst. Ich brauche, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen, dass es ewig her ist, dass wir den letzten Part gespielt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist. Es ist viel zu lange her. Oh, und was sehe ich da gleich mal? Direkt neben meinem Apartment. Sorry für die komische Kameraeinstellung, aber das muss so sein. Es ist ein bisschen scheiße, aber ja, damit müsst ihr heute leben. So, und was haben wir denn hier? Stimmt, ja, ich hatte zwei Mies. Also 2,5. Ein Kind-Mi und ein erwachsenes-Mi und ein Zwerg-Mi. Dann schauen wir mal rein, in wen sich Zwergi verliebt hat. Nö, ich lass dich jetzt nicht in Ruhe. Ich will jetzt wissen, in wen du verliebt bist. Zu Kate und Abby hingezogen. Wem soll ich nur meine Gefühle offenbaren? Weder noch. Ich sagte weder noch, dann denk noch mal ein bisschen drüber nach. Ich werde noch mal ein wenig drüber nachdenken. Heute nicht. So, ein paar Hähnchenteile. Als Trost. Und der Mangel hat sich schon ein bisschen gefüllt. Perfekt, auch dein Level ist ein wenig angestiegen. Nicht die Level, aber die EP-Punkte. So, der schnuppert da in seinem eigenen Zimmer rum. Okay, bitteschön, wenn du Spaß dran hast. Wen haben wir denn hier? Ein GLP, der ist auch noch mit von der Partie. Mini-Zwergi. Ein Gips. Robert Hoffmann. Dann haben wir hier einen Direktor Shepard. Dann haben wir hier als letztes mit reingenommen. Zombie war der letzte. Ah, dann ist ja klar, wer heute dran kommt. GEP, Zombie. Und wer kommt wohl als nächstes? Richtig, Maulado. Ja. Sein Gesichts- und Körperbau. Ein kleiner, blonder Junge mit großen Augen. Da kommt er herein. Maulado. Maulado, was hast du zu sagen? Was hat der Dude zu sagen? Der Frühlingsgott ist jetzt vollständig. Da lispel ich so hin. Kann ich heute nicht reden. Ja, bin heute ein bisschen zu doof zum Reden. Egal. Bin immer energiegeladen und zu allem bereit. Das sagen sie alle. Wer das Hobby zum Beruf machen kann, der hat wirklich Glück. Ein weiser Spruch von einem YouTuber. Bisschen Clipfisch für Maulado. So, der Freedom Squad ist jetzt vollständig. GLP möchte was dazu sagen. 3 Monate nicht gesehen, im Bild von Zwergenfürst Abby. Ich brauche einen neuen Hut. Quatsch, du brauchst gar keinen Hut. Nix da. Kriegst du Fisch und Chips, das kriegst du. Hut, was willst du denn mit einem Hut, GLP? Du brauchst keinen Hut, GLP. Nein, brauchst du nicht. Schauen wir mal beim lieben Ungespielt vorbei, was bei dem so läuft. Er pennt. Da pennt er einfach. Der liebe Unge. Dass jemand so Hähnchenschenkel isst, habe ich noch nie gesehen. Du bist doch Veganer. Hast noch nie selbst gemacht. Es träumt von einem Veganer, der von Hähnchenschenkel träumt. Perfekt. Alles klar.
das Ebenbild von Zwergenfürst LP. So lange nicht gesehen. Was gibt's? Ich möchte etwas Neues zum Ansehen. Sollst du sogar kriegen. Sogar diese Daunenjacke hier. Nimm sie dir vom Boden. Boah, gibt hübscheres, aber... Ach ja, dem Mordado müssen wir ja auch noch was schenken. Kriegst das hier. Ich glaube, da steht hier. Mal gucken. Na, perfekt. Mordado ist hier. Jo. Da legt er sich gleich hin. Zum Pennen. Auf die Matte. Kennen wir ja von Tomodachi Life. Alle pennen auf dem Boden. Niemand geht ins Bett. Manche Zimmer haben sogar ein Bett, soweit ich weiß. Aber alle schlafen auf dem Boden. Wieso denn auch nicht? Oh, der Abendmarkt hat wieder geöffnet. Dann müssen wir doch mal direkt mal rein. Wie sieht's aus? Was? Ich selbst? Was, Birgi, willst du nichts kaufen? Ich aber. Auf geht's. Und das erste Item ist... ein Füller. Oh, das zweite Item ist... ein Psychedelika-Anzug. Und das dritte Item ist... eine Frikadelle. Komm gerne wieder. So, hier gibt's noch mehr. Roboter verkauft Milchreis. Ich kaufe 10. Ich kaufe 10 Milchreis. Gute Deutsch. Ich kaufe eine Tüte Deutsch. Ja, die Trüffel können wir uns nicht leisten. Es ist gerade Trüffelsaison, aber ja, so viel Money haben wir dann doch nicht. Vielleicht kriegen wir was am Glücksbrunnen. Oh, die können wir uns alle nicht durchgucken. So viele Menschen schon auf der Insel. Bibis Beauty Palace. Hat sich die Haare mal wieder blau gefärbt. Wapp, Babs, sag ich da nur. Und tschüss. XY, oder was? Die Geheimbasis gekauft. No. Dann war unser Geld auch wieder alle. Klammettchen. Für Mimis. Gibt's bestimmt was. Oh, das können wir für den lieben Mini-Zwerge kaufen. Hm. Da habe ich noch jemanden. Da habe ich noch jemanden im Kopf, der kommt auf jeden Fall irgendwann mal in einem späteren Part mit dazu. Wer das tragen kann, da habe ich eine Idee. Zombie. Jo, ich kaufe ein Headset. Motorradhelm. Face. Face, okay, ich weiß, was ein Face ist, aber brauchen wir gerade für kein Mii. Ich habe auch nicht vor, ein Mii mit Face einziehen zu lassen. Vorerst nicht. Ich kaufe noch hier ein Headset. Headset können wir für alle YouTuber benutzen. Wir haben jetzt wie viele? 9 Headsets. Verteilen wir sie doch mal. Mordado, der bekommt kein Headset. GLP bekommt ein Headset. Aufstehen, ich habe ein Headset für dich. Ich meine, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, der macht ja große Augen. Unter seiner Maske. Guten Abend. Ich brauche einen neuen. Nein, du kriegst... okay, ja gut, hast ein Headset. Wenn das für dich als Hut zählt. Scheint zu zählen. Ein wenig. Scheint ein wenig zu zählen. Wenn ein neuer Bewohner auf die Insel kommt, feiern wir erst einmal ein Fest. Glaube ich nicht. Ist doch gerade ein neuer Bewohner auf die Insel gekommen. Mordado, dann feier doch mal ein Fest. Los geht's. Hab ich schon ein Headset? Könnt eins benötigen. Oh, könnt eins gebrauchen. In real life.
dann soll er eins bekommen. Schenk mir auch eins in Real Life. Nein. Ich bekomme kein Headset. Du kannst was singen. Kannst du gleich mal was durch dein Headset durchbrüllen. Hintrillern. Durch das Headset. Mit GEP gleich verbunden. Ein Joystick. Die ist auch noch hier. Mini-Zwergi. Wir wollten ja was geben. Okay, wir geben mal dem Mini-Zwergi sein Kleidungsstück. Nicht doch, mit Joyce Ilk. Kann man sich mit dem überhaupt streiten? Na dann, vertragt euch mal. Ja, wie wär's denn mit einer Kleidung? Hier kriegst du ein 3-Farben-Hemd. Das könnte ich unter Umständen so... Ja, genau sowas habe ich in meiner Kindheit getragen. Ja. War durchaus mein Stil. Ist im Zimmer von Joyce Ilk zu Besuch? Oh wei. Das kann ja was werden. Oh nein, da bewerfen sie sich. Dann halten wir uns mal raus. Gehen wir mal noch mal zurück zu Maudado. Was? In wen? Steht aber nichts. Ist keine Markierung dafür, dass du verliebt bist. Dann bist du auch nicht verliebt. Wenn keine Markierung da ist, dann bist du nicht verliebt. Nein. Ausgeschlossen. Wörterkette-Wettbewerb. Bewohner bilden eine Wortkette. Na dann, schauen wir uns mal an. Oh. Die Nose gegen Herr Bergmann. Na dann. Da bin ich aber gespannt. Wasserfeste Urkunde. Ach so, ja, so war das. Jetzt wieder mit ihr. Nein, Herr Bergmann, das hat. Mensch, Birgi. Jo, jetzt haben wir hier Siva gegen Palmer, gleich der ganze in CIS hier involviert. Da sitzt auch Hetty, da sitzt und Kate, alles innerhalb des NCIS. Hm. Hat heute Nudeln zum Mittagessen. Hat lecker geschmeckt. Entenbrust, das muss ich auch mal wieder mampfen. Zu Ostern, zum nächsten Ostern. Das ist ein ganzes Jahr noch Espresso. Hin. Mist. Espresso, Auch lecker. Ofenkartoffel. Nee, lass mal. Lakritze. Bah, ich mag Lakritze nicht. Eklig. Weg damit. Ey, mag ich. Instant-Nudeln. Verpiss dich mit deinen Instant-Nudeln. Mit Pesto. Verpiss dich. Das hatten wir schon. Verpiss dich! LeFloid. LeFloido ist auch noch da. Naja, heute nicht mehr. Maudado, der macht sein Schläfchen. Naja, schlafen tut er noch nicht, aber er entspannt sich auf dem Boden. Lassen wir ihn entspannen. Und drehen auch diesen Part dem Rücken zu. Ach, hat aufgehört. Und furzt gleich in sein Zimmer. Ja, das ist ein guter Abschied für diesen Part. Maudado furzt. Kann ich gleich mal für Thumbnail benutzen. Nee. Im Thumbnail habe ich schon was anderes. Das habe ich schon vorgeplant. So ein Mist. Kann ich einen Titel schreiben, ganz groß. Naja, ein bisschen Clickbait machen. So. Und wer will? Wer will, wer hat's noch nicht? Oh, Dom Tendo hat sich in jemanden verliebt. Schauen wir doch mal rein, in wen. Kannst du mich vielleicht einen Moment in Ruhe lassen? Nein, ich lasse dich jetzt nicht in Ruhe. Ich habe mich in Kate verliebt. Ich muss es ihr sagen. Warum mal nicht in eine andere? Aber gut, tu es. Nicht? Was? Ich habe nicht... Okay, auch in Ordnung. Passt nicht. Wirklich? Fast ja wirklich nicht. Mist, jetzt ist er traurig. So ein Mist aber auch. Versuchen wir den mal wieder wegzukriegen. Eine Minute, 37 Sekunden später.
Na super. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Geht's dir wieder besser? Na dann. Ist ja ultimativ. Ich komme mit Leuten in jedem Alter gut zurecht. Okay, das könnte ich dir sogar glauben. Was ist dir kalt, Domtendo? Oh, hat er sich eine Erkältung geholt. So ein Mist aber auch. Oh, Maudado. Er hat ein Problem. Was liegt dir auf dem Herzen, Maudado? War der Schluck oft ein Problem? Ich hab Grimassen schneiden geübt. Willst du mal eine sehen? Nein, nein, danke. Muss nicht sein. Ich hab Grimassen schneiden geübt. Ja, komm, zeig her. Willst du mal eine sehen? Zeig her. Nun, was zum... Was meinst du? Naja. Verstehe. Das nächste Mal werde ich mich noch etwas mehr anstrengen. Okay, mach das. Oh, Deido. Da ist er. Da ist er, unser neuer Stargast auf der Insel. Mini-Zwergi. Ach ja, der streitet sich immer noch mit Joyce. Ich will einen neuen sportlichen Hut. Hast doch schon einen sportlichen Hut. Ist doch alles ultimativ. Der Hut steht dir doch. Was machen wir jetzt mit Joyce und Mini-Zwerge? Hat denn Mini-Zwerge angestellt? Ich habe mich mit Mini-Zwerg gestritten. Ich bin so wild. Muss doch, das kommt doch garantiert von Mini-Zwergis Seite. Das ist, ich hab's Kleid geschenkt. Vielleicht hilft es ein bisschen. Nicht? Nein, scheint nicht zu helfen. Na denn. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Glaubst du, mit einem Sorry wäre die Sache vom Tisch? What the fuck? Es hat nicht geklappt. Was zum Henker? Das Leben ist doch härter, als ich erwartet hatte. Ja, so ist das Leben. Kann sie einen Bursch aufheitern. Na. No. Das bringt was. Noch eine Avocado dazu. Oh, Bursch ist sogar ihr Lieblingsessen geworden. Na. Nähmaschine. Darfst mal was nähen. Da muss ich doch gleich was Schönes nähen. Joyce näht. Was ganz Lockeres, in dem du gut entspannen kannst. Wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Das hier kann wirklich jeder tragen. Na, was ist es? Das war's. Ein 100% handgemachte Kapuzenpulli-Shorts-Kombi. Nazio. Na, nice. Ohne mich zu loben. Das hab ich wirklich gut gemacht. Jo, auf jeden Fall. Freut mich doch zu hören. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Och, ist doch nicht nötig. Das habe ich doch gerne für dich getan. Was, ein Hustensaft? Ja, jetzt doch behalten können. Von Zwergenfürst Dasni weiß ich, dass ich ihm blind vertrauen kann. Okay, wenn das so ist. So, hier noch irgendwas. Nö, sieht alles still aus.
So, hier am Glücksbrunnen hängt noch jemand rum. Genauso. Macht einen kleinen Abendspaziergang. Nichts passiert. Ja, Smurf hängt auf dem Aufsichtsturm rum und chillt im Sonnenuntergang. Passt. Passt irgendwie zu ihm. Ja, dann würde ich mal sagen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen haben sollte. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und ja nicht das nächste Video vom Zwergenfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Abend. Gehabt euch wohl. Haut ran.